Die Spieler sind bereit, das erste Halbfinale kann beginnen und Becker, der hier überraschend von der Grundlinie aus agierte in den letzten Tagen gegen Wheaton und auch gegen Jimmy Connors, hat gesagt, heute, da muss er mehr tun, da muss er mehr ans Netz gehen, um Pete Sampras unter Druck zu setzen. Doch der US Open-Sieger des Jahres 1990 schlägt auf. Ein überzeugendes Aufschlagspiel von Pete Sampras, dessen erster Aufschlag vorzüglich kam. 1:0 Führung für den Amerikaner hier im ersten Satz. Pete Sampras 1:0 in Führung hier im ersten Halbfinale von Indianapolis. Ganz interessant, dass beide Spieler auf dem Weg in dieses Semifinale nicht einen einzigen Satz haben abgeben müssen. Im Übrigen genauso wie Jim Courier und Todd Martin, die beiden Amerikaner, die sich im zweiten Halbfinale dann später gegenüberstehen. 15 left. Das erste Ass von Boris Becker, ein guter Start gegen David Wheaton zum Beispiel. Da kam er erst zu seinem ersten Ass im zweiten Satz. Da begann er sehr verhalten. Hinten im Bild können Sie sehen, vielleicht die Anzeigentafel, 115 Meilen. Das ist die Aufschlaggeschwindigkeit des Boris Becker. Und daran kann man erkennen, dass er heute von Beginn an voll durchzieht bei seinem Aufschlag. Das war in den Tagen zuvor nicht der Fall. Da schlug er in Anführungszeichen mit angezogener Handbremse auf. Aber das reichte, um Jimmy Connors zu besiegen. Da tat er nicht mehr als nötig. Gegen David Wheaton hatte er mehr Probleme. Hier ein Blick auf die Netzkamera. Und Becker beendet mit seinem dritten Ass sein erstes Aufschlagspiel. Gleicht aus. Eins beide. Ich glaube, liebe Zuschauer, wir können uns hier auf ein interessantes, weil auch spannendes Halbfinalmatch vorbereiten. Also es heißt durchhalten für Sie. Es könnte ein langer Abend bzw. sogar vielleicht eine lange Nacht werden.
15. First service. Sehr schwer zu retournieren für Becker. Ein Pete Sampras, der nicht nur hart, sondern auch sehr präzise aufschlägt. Das können wir hier in der Zeitlupenwiederholung noch einmal deutlich sehen. Becker ließ seine Vorhandseite ein wenig zu weit offen und kam so gerade eben noch unter den Ball. Aber das ist zu wenig. Sampras bleibt weiter vorn. 2-1 für den 21-jährigen Amerikaner. Wo er im Einzeljahr gegen Fabrice Santoro in der Runde der letzten 16 ausschied. Im Übrigen genauso wie Pete Sampras, der sich Andrei Tscherkassow geschlagen geben musste. Und das rief Jimmy Connors als Kritiker auf den Plan. Der beklagte, dass man vielleicht doch nicht die richtige Auswahl getroffen hatte im Team der Amerikaner, die mit Jim Curry und Pete Sampras antraten. Die Kämpfer hätten gefehlt in Barcelona. Nun denn. Den muss er eigentlich machen. Hier noch mal ein Blick auf die ferngesteuerte Netzkamera. Ausgangspunkt für diesen Punkt, der doch relativ schwache zweite Aufschlag von Becker. Sampras früh attackierend, ging da sehr früh in den Ball hinein. 0:30. Das gleiche Bild, der erste Aufschlag kommt nicht, der zweite nicht effektiv genug. Die Folge 0:40 und damit drei Breakchancen für Pete Sampras für den Weltranglisten Dritten. Zu null muss Boris Becker sein Aufschlagspiel abgeben. 3-1-Führung für den Amerikaner, der davon profitierte, dass Beckers erster Aufschlag nicht kam. Er wirkt immer so ruhig, so cool. Der Pete Sampras, der von vielen als der US Open Favorit gehandelt wird. Aber das war auch im vergangenen Jahr so, als er nicht nur dieses Turnier hier gewinnen konnte, sondern sich in überragender Form präsentierte. Und dann schied er ausgerechnet gegen seinen Freund Jim Curry aus. Meadow, gegen den er zuvor nicht ein einziges Mal verloren hat.
Nothing changed. Nun geht's andersrum. Drei Breakchancen in Serie für Becker nach diesem Doppelfehler von Pete Sampras, der in den letzten Wochen auf einem unheimlich hohen Level spielte. Und der passt, auch wenn er diesen Return nicht voll getroffen hat, aber das ist egal. Was zählt, ist der Punkt. Becker verkürzt. Nur noch 2-3 aus seiner Sicht im ersten Satz. Hat in den letzten Wochen, wie er selbst sagte, sehr viel trainiert. Hat noch keinen neuen Trainer verpflichtet. Er will sich damit noch ein wenig Zeit lassen. Er wird es wahrscheinlich nach den US Open tun. In spätestens 3 Wochen soll und will er den neuen Coach präsentieren. Da muss er sich was einfallen lassen. Erneut der zweite Aufschlag über die Vorhandseite des Pete Sampras, der sich darauf sehr gut eingestellt hat. Zum wiederholten Male ein direkter Punkt beim Return für den Amerikaner. Spielt er den Flugball nur sicher ins Feld. Aber das reichte. Ass Nummer 4. Für Becker 2 Spielbälle für den Deutschen. Und ein Blick auf die Aufschlaggeschwindigkeit, 176 Stundenkilometer. Aber Becker hat hier schon noch härter serviert gegen Wheaton. Da waren es über 200 Stundenkilometer. Gutes Aufschlagspiel von Becker, der jetzt auch ein wenig mehr mischt. Nicht nur über die Vorhandseite aufschlägt, sondern auch, wie eben gesehen, auf den Körper. Kommt Sampras überhaupt nicht mehr unter den Ball. Becker gleicht aus, 3 beide im ersten Satz.
15 love. Der Amerikaner hat eine sehr gute Länge in seinen Bällen. Konnte da zuvor sogar noch in Ruhe seine Rückhand umlaufen. Flüchtigkeitsfehler von Sampras, aber das ist ja das Manko im Spiel des Amerikaners, der häufig zu Konzentrationsfehlern neigt. Kaum zu erkennen. Allerdings auch keine allzu gut vorbereitete Netzaktion des Boris Becker. Auch hier hatte Sampras wieder Zeit und Muße, seine Rückhand zu umlaufen. Spielball für den Amerikaner. Yeah. Sehr knapper Ball. Vielleicht werden wir das hier in der Zeitlupenwiederholung noch einmal sehen können. Schwer zu sagen aus dieser Perspektive, aber Sampras akzeptierte sofort die Entscheidung des Linien- bzw. Schiedsrichters. Pete Sampras bleibt weiter in Führung. Da sah es kurzzeitig vielleicht nach einer Breakchance für Becker aus, aber gerade in diesen kitzligen Situationen spielte der Amerikaner sein bestes Tennis. Die Einblendung war nicht ganz richtig. Zuletzt traf man sich nicht etwa 1991 in Singapur, sondern in Frankfurt beim ATP-Finale. Da siegte Becker in drei Sätzen, aber es half ihm nicht. Er schied nach der Vorrunde aus und, Sie erinnern sich alle, Sampras wurde ATP mit einer einzigen Niederlage im Gepäck und das gegen eben jenen Boris Becker. Fifteen all.
30-10. Gespielt von Becker, der schaute, wohin sich der Gegner bewegt und spielt ihn da nur noch gegen die Laufrichtung. Das Ganze noch einmal in der Wiederholung hier ganz deutlich zu sehen. Er passt genau. Zog Becker zurück. Wollte in diesen Volley nicht hineingehen, aber es war ein Fehler. Glück für Becker, der gleicht aus, 4-4 im ersten Satz und ein Boris Becker, der im Gegensatz zu den ersten drei Begegnungen hier immer wieder den Angriff ans Netz sucht. Das könnte ihm schon in den kommenden Wochen bei den US Open eventuell gelingen. Ein Blick auf die sogenannten Unforced Errors, deren 11 sogenannten vermeidbaren Fehler beim Amerikaner. Erster Doppelfehler von Boris Becker. Er hat diesen zweiten Aufschlag endlich mit mehr Risiko gespielt bei 40-0, aber sollte dies kein Problem sein, da bei diesem Spielstand kann man schon mal wagen. Weiß Boris Becker auszugleichen. 5-5 im ersten Satz. Und wieder will sich Pete Sampras da auf seine Vorhand verlassen und läuft zum wiederholten Male seine Rückhand. Muss schließlich dafür bezahlen, weil er doch sehr weit in seiner Rückhand-Ecke festgenagelt ist und kann so an diesen Ball, an diesen Netzroller nicht mehr herankommen.
Aufschlag Sampras, 5 beide im ersten. Welch ein Fehler von Pete Sampras. Das ist man von ihm gewohnt, dass er wie ein Basketballer zum Dunking hochsteigt beim Überkopfball, aber trifft den Ball mit dem Rahmen. Das passiert dem Amerikaner äußerst selten. Aber das ist die Chance für Becker. Vielleicht wieder so ein kleines Konzentrationsloch, in das der Amerikaner fällt. Auch bei diesem verschlagenen Ball. 15:30. Sehr mutig der Angriff von Netz, von Becker ans Netz. 43. Aber er weiß, er muss hier und heute einiges riskieren. Zu kurz die Vorhand von Becker. Sampras steht gut zum Ball und kann Becker problemlos passieren. Imponierend, wie der Amerikaner spielt, immer dann, wenn er ein wenig unter Druck, ein wenig in Not gerät. Auch bei diesem Aufschlagspiel wieder ganz deutlich festzustellen. Zuvor lag er 0:30 hinten, jetzt 15:30 und dann hilft ihm immer wieder der Aufschlag. Und das kennen wir eigentlich auch von seinem Gegenüber, von Boris Becker. Ein sehr ausgeglichenes Spiel im ersten Durchgang, geprägt von guten Aufschlägen. Zwei Breaks hat es bislang gegeben. Pikanterweise gaben beide zu null ihr Aufschlagspiel gleich in der Anfangsphase ab. Aber ansonsten hat es nicht eine einzige Breakchance gegeben, weder für Sampras noch für Becker. Aber die Nummer 9 der aktuellen Computer-Weltrangliste, Boris Becker, muss nun nachziehen. Will er im Tiebreak noch zum Satzgewinn gelangen. Gegen David Wheaton hat er ja im Achtelfinale schon wieder einmal, muss ich sagen, seine Nervenstärke unter Beweis stellen können. 80 Minuten dauerte da der erste Durchgang. Im Tiebreak lag Becker schon 0-4 hinten. Und dann mit 6:4 zu führen, um dann noch wieder Wheaton herankommen zu lassen, ehe er dann diesen Tiebreak.
Glück für Becker in dieser Situation, dass Sampras mit der Rückhand nicht passieren kann. Das wäre Satzball für den Amerikaner gewesen. Muss er tief runter, um an diesen Volley noch heranzukommen. Nun aber Spielball Becker, Spielball zum 6-Beide. Doppelfehler zuvor, nun das 7. Ass. Erneut satte 192 km/h schnell. Geduld. Er lamentiert nicht, bleibt ruhig, reklamiert nicht, besinnt sich auf sein Spiel und hat Erfolg. 6-Beide. Und nun muss der Tiebreak über den Gewinn des ersten Satzes entscheiden. Gespielt exakt 45 Minuten hier in Indianapolis, der 7-Millionen-Stadt. Im Bundesstaat Indiana, gut 3 Autostunden südwestlich von Chicago. Ein Blick auf die Tiebreak-Rekorde. Zahlenspielerei, aber sonst nicht so aussagekräftig. Kann er wieder tief durchatmen, der Boris Becker. Er blieb die Rückhand von Sampras förmlich an der Netzkante kleben. Aber das zeigt auch, wo die Schwächen des Amerikaners heute liegen. Nicht umsonst umläuft er seine Rückhand, versucht möglichst alles mit der Vorhand zu spielen. Von Becker gut und richtig erkannt, über die Rückhandseite anzugreifen. Kein schlechter Return von Becker und trotzdem Sampras blitzschnell am Netz mit 2-3 langen Schritten. Und er macht nahezu keinen Fehler beim Flugball. Kurz geblockt hier der Return von Becker. Aber Sampras
reagiert da sehr schnell, sehr gut. Für den Deutschen. Der schaute schon drüber. Aber nun die Möglichkeit für Boris. 3-2 für ihn und 2 Aufschläge für den Finalisten hier vom vergangenen Jahr. Thank you. 4-2 Führung für Becker und ein Pete Sampras, der sehr nachdenklich wirkt, wahrscheinlich mit dem Glück hadern dürfte nach diesem Netzball, der nicht auf die Seite Beckers hinunterging. Vielleicht haben Sie eben den Zuschauer verstanden, der Pete Sampras anfeuerte und rief: Nimm Revanche für Jimmy. Gemeint Jimmy Connors, der gestern gegen Becker verlor, chancenlos war gegen einen Boris Becker, der wie gesagt nicht mehr tat als nötig, um zu gewinnen, also auch keine Kraft vergeudete. 4-2 Becker, Aufschlag Becker. 5-2, Boris Becker, 6-2 im Tiebreak des ersten Satzes gespielt. Sie sahen es kurz zuvor. 50, jetzt 51 Minuten. Setzen mit 1-0 in Führung, gewinnt diesen Tiebreak mit 7-3. Ja, soll man sagen, ein Quäntchen mehr Glück für den Deutschen, oder vielleicht doch besser ausgedrückt, ein bisschen mehr Konzentration hat da Boris Becker auf die Siegerstraße gebracht, zumindest was diesen Gewinn des ersten Satzes angeht, besiegen wird. Sie dachten da sicherlich auch an das Finale im vergangenen Jahr. Schaut man sich die Bilanz der beiden in den letzten Wochen an, so sprach eigentlich sehr viel für Sampras, sehr wenig für Becker. Aber gerade das zeichnet den Deutschen aus, wenn viele nicht mit ihm rechnen, dann startet er durch. Gutes Match von Becker bisher. Thank you.
Game Sample. One game over. Zu Null Spiel des Pete Sampras, der offensichtlich den Verlust des ersten Satzes gut weggesteckt hat. Eins beide im zweiten Durchgang. Erster Gefühlsausbruch Beckers. Verständlich. Dieser nicht nur für ihn unnötige Doppelfehler führt zum 0:30 und eröffnet vielleicht ihm, Pete Sampras, eine Chance zum Break. Tourt er erneut mit der Vorhand 0:40 und damit drei Chancen für Sampras zum Break zur 2:1 Führung. Parallele zum ersten Satz, auch da verlor Becker sein zweites Aufschlagspiel zu Null, um aber den Satz dann doch noch für sich zu entscheiden. Soweit ist es noch nicht, 0:40. Für Pete Sampras, der Amerikaner, liegt erstmals in Führung im zweiten Durchgang 2:1 für den Weltranglisten-Dritten. Das Turnier, was Boris Becker so schätzt, ich sagte es zu Beginn unserer Übertragung, zweimal hat er hier bereits gewinnen können, 88 und 90. Im vergangenen Jahr stand er im Endspiel. Dieses erreichte er übrigens ohne Satzverlust, ehe er dann sich erst im Finale Pete Sampras geschlagen geben musste, nach hartem, langem Kampf. Es war eine der besten Begegnungen der gesamten Hartplatzsaison im vergangenen Jahr. Einhellige Meinung nicht nur der Spieler, sondern auch der Zuschauer hier in Indianapolis. Und ein Blick auf die Aufschlagstatistik, die uns zeigt, dass Sampras mit seinem ersten Aufschlag noch nicht so zufrieden sein kann. Becker nun bemützt und in der Hoffnung, zum Rebreak zu gelangen. Ah, da ist etwas weggerutscht beim Return. Er muss dranbleiben, so wie im ersten Satz, als ihm nach dem verlorenen Aufschlagspiel das sofortige Rebreak gelang.
40-15. Führung für Pete Sampras, der diesmal sehr konzentriert an sein Aufschlagspiel ging, sich keine Blöße gab. Jetzt wird es schwer für Becker. Er muss nicht nur seine Aufschlagspiele samt und sonders durchbringen, sondern er muss auch zumindest einmal seinem Gegenüber das Service abnehmen. Lacht selbst Becker. Er hatte wohl wie viele Zuschauer auch den Aufschlag im Aus gesehen, aber Sampras bedeutet ihm, was soll's. Weiter geht's. Drei Spielbälle Becker zum 2:3. Wie ein Strich. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Aus vollem Lauf. Dennoch, Becker bringt sein Aufschlagspiel durch. Kommt heran, verkürzt auf 2:3 im zweiten Durchgang. Konzentriert spielte, eigentlich an die gute Form der letzten Tage hier hat anknüpfen können. Mehr noch, er hat sich sogar noch steigern können. Pardon. Ein Blick auf die Netzstatistik, die zeigt, Becker sehr häufig vorne zu finden. Das hatte er bereits angedeutet hier. Den Herrn, den werden Sie sicherlich kennen. Tim Mayert. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat er seine Karriere beendet. Und arbeitet jetzt als Co-Kommentator fürs amerikanische Fernsehen. John McEnroe vor einiger Zeit, cool wie eine Gurke, das ist Pete Sampras, dem siehst du einfach überhaupt nicht an, wie er und was er fühlt,
Klasse Longline-Ball eigentlich von Becker, aber der Amerikaner passt auf. Und Sampras macht eines richtig. Er hat sein Spiel umgestellt. War im ersten Satz noch relativ defensiv, agierte dort hauptsächlich von der Grundlinie aus, war nur selten am Netz zu finden. Genau das hat er geändert. Geht nun häufiger vor, setzt Becker seinerseits unter Druck. Der Erfolg gibt ihm recht, ein erneutes 2-0-Spiel von Sampras, dessen erster Aufschlag weiter gut kommt und vor allen Dingen sind seine Flugbälle sehr sicher, sehr erfolgreich. 4-2-Führung für Sampras im zweiten Durchgang und Becker in Not. Tja, diese Einblendung mit leichten Fragezeichen zu versehen, er ist eigentlich nicht der Coach von Boris Becker, der ja momentan trainerlos ist. Aber Ion Terjak kümmert sich um die Geschicke seines Schützlings. Ja, da will er zu viel. Er muss jetzt aufpassen, dass ihm das Spiel nicht aus der Hand gleitet. Sehr gut gespielt von Becker, diese Slice-Rückhand, wieder gegen die Laufrichtung des Gegners, aber beim zweiten Mal war es des Guten zu viel, nach 30-0, 30 beide. Ein Doppelfehler, der zweite in diesem Aufschlagspiel. Es ist ein wenig Wind aufgekommen. Vielleicht auch das so ein wenig der Grund dafür, dass Beckers erster Aufschlag nicht mehr so präzise kommt. Eigentlich nicht schlecht für Becker, der Hitze nicht so sonderlich zu schätzen weiß. So sind die Temperaturen doch erträglich hier. Glück für Becker, der Ball haarscharf im Aus. Break. Chance abgewehrt. Der Blick von Sampras hinüber zu seinem Coach, zu Tim Gullickson, der den Amerikaner ja seit Beginn des Jahres betreut. Ehemaliger Weltklasse-Doppelspieler Anfang der 80er Jahre. Stand dort mit seinem Bruder Tom
im Wimbledon-Finale 83 unterlag, damals allerdings McEnroe Fleming. Nun aber erneut die Möglichkeit für Sampras, Breakball Nummer 2 für den Weltranglisten Dritten. Das zweite Break für Sampras. Ich glaube, den zweiten Satz kann Becker abhaken. Wir können uns alle so ganz langsam auf einen dritten Satz einstellen. Aber Boris Becker will natürlich den Traum von einem rein amerikanischen Finale zerstören. 2-5 sein Rückstand. Sampras serviert vielleicht zum Satzgewinn des zweiten Durchgangs. Eine Stunde, 21 Minuten gespielt. Satzball für Pete Sampras. Der Amerikaner nutzt den ersten und damit heißt es 1-2 nach Sätzen. Der dritte wird, muss für die Entscheidung sorgen. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Aufschlag Boris Becker, der dritte Satz kann beginnen. Sehr knapper Ball von Becker und Sampras schaut da dem Linienrichter, genauer gesagt der Linienrichterin, ganz tief in die Augen, aber die lässt sich nicht erweichen, gibt den Ball von Becker gut. Ich glaube, die Zeitlupe zeigt dies auch. Er war wohl noch zumindest an der Linie. Thank you.
Ganz stark die Vorhand von Pete Sampras, der damit eigentlich fast immer Boris Becker unter Druck setzt. Und der muss jetzt aufpassen, nach 40-0 nur noch 40-30. Punkte mit der Vorhand. Wieder auf der Rückhandseite im Eck umläuft er seine Rückhand und treibt Boris Becker hin und her. Kitzlige Situation für den Deutschen nach 40-0. Nun Einstand. Jetzt nur kein Aufschlagverlust gleich zu Beginn des dritten Satzes. Zwar kommt der erste Aufschlag nicht in dieser Phase, aber zumindest behält er die Ruhe und die Übersicht. Noch kein Lamentieren, noch kein Reklamieren bei Becker, der sehr, sehr ruhig wirkt. Zumindest äußerlich. Guter Return von Sampras, das sehen wir hier noch einmal zur Einstellung der Netzkammer. Becker muss da ganz tief runter, ist ein Tick zu spät am Ball. Ein Ass zur rechten Zeit. Sie haben die Einblendung unserer amerikanischen Kollegen zuvor gesehen. Zum dritten Mal Einstand. 122 Meilen schnell. Knapp 200 km/h. Völlig verunglückt eigentlich dieser Rückhandball von Sampras, aber genau auf Becker,
der mit dem nichts anzufangen wusste. Der Ball von Sampras wird ausgegeben. Aber das wollen einige Zuschauer inklusive Sampras nicht wahrhaben. Tja, jetzt eine Frage von Pete Sampras. Wo kommen Sie eigentlich her? Oder wo kommst du her? Aus Deutschland? Na, nicht ganz fair. Es gibt nicht viele Schiedsrichter aus Deutschland. Dafür umso mehr aus Amerika. Ich glaube, dass diese Frage nicht passend war, wenngleich der Ball sehr knapp war. Das sehen wir hier in der Zeitlupenwiederholung. Und es sieht so aus, als ob der Ball noch dran war. Aber letztendlich ist Sampras Sportsmann genug, um die Entscheidung letztlich doch zu akzeptieren. Erneut Spiel bei Becker. Möglichkeit für ihn zum 1-0 im dritten Satz. So ist es. Ein sehr langes Aufschlagspiel, das längste in der bisherigen Begegnung überhaupt. Doch dazu vielleicht später mehr. Das ist bitter für Sampras. Er wollte schon abdrehen und da kam der Ausruf des Linienrichters. Korrekte Entscheidung, wenn auch ein wenig zu spät. Aber Becker gibt zwei neue, sehr sportliche Geste. Becker hatte den Ball wohl gut gesehen. Fehler jetzt vom Schiedsrichter, der das gar nicht mitbekommen hat und der muss sich jetzt selbst korrigieren. Becker hatte den Ball zuvor rübergeworfen. Aber was nun? Pete Sampras korrigiert die Entscheidung Beckers, sagt, das nehme ich nicht an. Tja, nun ist die Verwirrung komplett. 15:30, aber nun durch dieses Ass 30 beide. Das ist natürlich auch eine Art von Antwort. Meilen schnell. Weit über 200 Stundenkilometer. Der härteste Aufschlag des Turniers. Und bei diesem Aufschlagspiel konnte man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie sauer Pete Sampras über die vermeintliche Fehlentscheidung zuvor des Schiedsrichters war. Der Frust steckte tief, aber den ließ er bei seinen Aufschlägen hinaus. Und der Erfolg gibt ihm recht. Ausgleich. Nicht nur nach Sätzen steht es 1-2, sondern auch im entscheidenden dritten Durchgang.
Der Spielstand 1:1.1:0 Spiel von Boris Becker, der weiter in Front bleibt. 2:1 für den noch weltranglisten 9., der sich am kommenden Montag wieder um ein oder zwei Plätze wird verbessern können, selbst wenn er dieses Halbfinale hier verlieren sollte. Und vielleicht war schon dieses erste Aufschlagspiel, welches viermal über Einstand ging, so etwas wie der Schlüssel zum Erfolg. Sehr ausgeglichenes Match, kann man auch gut erkennen an den sogenannten unerzwungenen, vermeidbaren Fehlern, den Unforced Errors. Was ausgeglichene Bilanz der beiden. Während die Zeitlupe noch lief, kommt Becker zu seinem ersten Punkt hier im Aufschlagspiel des Amerikaners. Wieder geschickt gemacht von Becker. Voll durchgezogen, Longline die Rückhand. Und da offenbart der Amerikaner doch leichte Schwächen. Nicht zum ersten Mal, dass er mit seinem Flugball dort nicht zum Zuge kommt. 40-15.
aufgepasst von Becker, macht dort die Rückhandecke zu, bot ihm noch zuvor die Vorhandseite an, aber clever gemacht von Becker. 40-30. Taktierten beide sehr vorsichtig. Becker machte auf. Wir sagen, ging vor ans Netz zu früh. Es war nicht sonderlich gut vorbereitet, dieser Netzangriff. Zwei beide steht's im Indianapolis Sports Center. Unsere Kollegen von Prime Network, bei denen Tim Megert als Co-Kommentator tätig ist, übertragen diese Partie. Boris aufpassen, sollten seine Bälle zu kurz geraten, ist dies immer leichte Beute für Sampras, besser gesagt für dessen Vorhand, hier noch einmal ganz deutlich in der verlangsamten Wiederholung zu sehen. What do you think?
Er behält die Nerven, der Boris Becker. Und es ist auch wirklich ein Match der Nervenstärke geworden. Pete Sampras wartet. Es heißt darauf, hier wieder zum Ausgleich zu gelangen. Ein Pete Sampras, der im letzten Jahr eine glänzende zweite Jahreshälfte hatte. Mit Siegen in Los Angeles, in Indianapolis, in Lyon und mit dem krönenden Ende, mit dem Sieg bei der ATP-Weltmeisterschaft in Frankfurt. Er macht alles mit der Vorhand, der Pete Sampras. Gemacht von Becker, da bietet er ihm erneut die Rückhandseite von Sampras an, der fällt drauf ein und spielt dann gegen die Laufrichtung. Da ist sie, die Breakchance für Becker, auf die er gewartet hat. Und da komme ich noch mal schnell zum sogenannten Gameplan der Amerikaner, die Sie vorhin haben sehen können. Da stand bei Sampras viele, aber für Becker das Warten auf Fehler, sogenannte vermeidbare Fehler des Amerikaners. Das ist die Chance für Becker, dass die Konzentration beim Amerikaner nachlässt. Und jetzt die erste umstrittene Situation für Becker, der den Aufschlag im Aus gesehen hatte. Oder haben wollte, aber nichts da. Der Schiedsrichter Peter Richter gibt den Ball gut. Einstand. Spielt er sein bestes Tennis, Pete Sampras, vor allen Dingen was den Aufschlag angeht. Ganz ruhig serviert er da und bringt jedes Mal seinen ersten Aufschlag. Und der Amerikaner wird belohnt, 3-2. Aber das erste Ausrufezeichen in diesem dritten Satz setzt Becker mit der Möglichkeit, mit der ersten Chance zum Break. 3-2.
15 all. Es bleibt dabei, beide bringen ihre Aufschlagspiele durch. Becker etwas souveräner als sein Gegenüber. 4-3 Führung für den Olympiasieger von Barcelona im Doppel. Und dieser Sieg gemeinsam mit Michael Stich, der hat ihm so einen Kick, was das Selbstvertrauen angeht, gegeben. Neue Motivation, neue Selbstsicherheit. Und Sampras blieb weiter vorn dran, gewann 1990 auch noch den Compact Grand Slam Cup in München. Mithin 2 Millionen Dollar an Siegprämie. Und etablierte sich unter den Top 5. Ist derzeit Weltranglistendritter mit Tendenz weiter nach oben. Zurück zum Spiel. 4-3 Führung Becker. Aufschlag Sampras bei 15. 30 love. Vier beide. Und es deutet vieles auf einen Tiebreak hin. Ein souveränes Aufschlagspiel von Pete Sampras, der in der vergangenen Woche das Turnier von Cincinnati hat gewinnen können. Im Finale gegen Ivan Lendl.
tief durchatmen, liebe Zuschauer, der Ball war gut. 15 Love. Ein Blick auf die Match-Statistik im Jahre 92. Sampras hat mehr Turniere gespielt, deren zwei, als Becker. Diesen Longline-Passierschlag, den hat er schon zwei, drei Mal erdulden müssen, so will ich es einmal umschreiben. Bleibt auf der Rückhandseite, macht, deckt die Ecke zu. Jetzt hat Becker den psychologischen Vorteil, von dem ich sprach. 5-4 Führung für ihn. Das heißt, Sampras muss jetzt unbedingt sein Aufschlagspiel durchbringen, sonst ist das Match verloren. Andersrum sollte Sampras ausgleichen und Becker dann sein Aufschlagspiel verlieren, so hat Becker immer noch die Chance, per Rebreak wieder ins Match zurückzukommen. Thank you.
unglaublich, wie Sampras da fast emotionslos diesen Rückhandcross spielt. 40-15. Zwei Spielbälle für Pete Sampras, zwei Möglichkeiten für den Amerikaner und Titelverteidiger hier von Indianapolis zum 5-Beide. Fehler Pete Sampras und damit nur noch 40-30. Ein Spielball verbleibt dem Amerikaner. Jetzt beginnt das große Denken wieder. Kommt der erste Aufschlag von Sampras nicht, dann hat Becker die Chance, früh in den zweiten zu gehen. Vielleicht zum Einstand zu gelangen. Und dann kann er vielleicht das Match für sich entscheiden. Aber dieser Pete Sampras beweist wirkliche Nervenstärke. Immer dann, wenn es eng wird, macht er keinen Fehler, setzt diesen Flugball exakt auf die Linie. Gleicht aus. 5-Beide. Und wir nähern uns unerbittlich dem Tiebreak. Fantastisch, jetzt kommt auch die Rückhand von Sampras. Schnurgerade. Keine Chance für Becker. Noch einmal hier in der Wiederholung. Sieht frühzeitig, wohin Becker den Ball spielt. Steht gut zum Ball. 0-15. Ich weiß nicht, ob Becker da so gut beraten ist, immer ans Netz vorzugehen. Er sollte ein bisschen mehr variieren. Hier wird er im Halbfeld fast schon passiert und dann dieser Vorhandpassierschlag. 0-30. Brenzlige Situation für Becker. Frühzeitig und gut am Ball. Jetzt deutet sich hier vielleicht eine Vorentscheidung zu Ungunsten von Becker an. Schauen Sie, schon als Becker nur zum Ball geht, ist Sampras schon in der bedrohten Ecke. Drei Breakbälle für den Amerikaner. Thank you.
Auch die zweite Breakchance abgewehrt. Zeigt er doch Nerven, der Pete Sampras. 30-40. Ausgerechnet mit einem Doppelfehler schließt Becker dieses Aufschlagspiel ab. Ist dies schon die Vorentscheidung? Das erste Break für Sampras im dritten Satz, nachdem Becker eine Chance hatte zum 4-2, die er nicht hat nutzen können. Ist das bitter für den Deutschen. Da kämpft er sich heran von 15-40 auf 30-40 und dann mit einem Doppelfehler der Verlust dieses Aufschlagspiels. Tja, nun heißt es hoffen auf vielleicht vermeintliche Aufschlagschwächen. Time. Please be seated. Thank you. So, jetzt geht's für Becker. Jetzt muss das Break her, sonst ist er draußen. Und die Zuschauer spüren, dass da noch was drin ist. Becker genießt hier unglaublich viele Sympathien. Das hat man auch gestern gemerkt. Selbst in dem Match mit Jimmy Connors, da hat es fast mehr Beifall für Becker als für Connors gegeben. In anderen Stadien absolut unmöglich. White, please. White, please. Thank you. Zum Risiko und der wird belohnt. Dieser Mut spielt diesen Ball an die Linie heran. Sampras zögert einen Moment und Becker ist feilschnell am Netz und macht mit diesem Flugball das 0-30. Hat noch ein wenig Glück dabei, passt genau auf die Linie. So, und jetzt muss Pete Sampras beweisen, ob er auch in dieser Phase des Spiels so cool und locker ist und wollen sehen, ob der erste Aufschlag jetzt kommt. Spekulierte er auf einen Doppelfehler, aber Sampras trifft den Ball genau 15-30. Den hat er. Jawohl! 15-40! Wird das wieder ein Hitchcock à la Becker? 15-40, das heißt zwei Breakchancen für den Deutschen. Mann, oh Mann, ist das ein Krimi hier in Indianapolis. Und das zu so später Stunde für Sie, liebe Zuschauer.
Viel zu lang dieser Volley, aber gut gesehen von Becker, genau auf den Mann gespielt. Erster Aufschlag fehl. Jetzt die Chance für den Deutschen. Jawohl, da ist das Break da. Das ist ja unglaublich. Becker macht das Unmögliche wohl doch wieder möglich. Das Match schien verloren. Und das haben die meisten der Zuschauer auch schon geglaubt. Und ich glaube auch Pete Sampras. Das Rebreak von Becker. Und nun Tiebreak. Die Entscheidung. Welch Spannung hier in Indianapolis. Im ersten Halbfinale hier der amerikanischen Hartplatzmeisterschaft. Thank you. Becker oder Sampras? Wer wird der erste Finalist sein? Der Tiebreak wird es zeigen und richten. Becker beginnt. Sehr präzise gespielt. Tief durchatmen. Liebe Zuschauer, der Ball war gut. 1-0 Becker. Ich bin gespannt, wie Sampras das wegsteckt, diesen Aufschlagverlust. Auch hier wieder psychologisch spricht viel für Becker. Aber dieser Sampras. Mit welcher Konstanz er diese ersten Aufschläge serviert. Das ist schon phänomenal. Spielt und Sampras glänzend unterwegs. 3-1, Sampras. Ist mit zwei Schritten rechtzeitig am Ball. Noch einmal in der Wiederholung. Da zögert Becker, zeigt an, wohin er spielt, nämlich auf die Vorhandseite und alles offen. 1-3. Ist aus. Oh. Becker im Glück. Sampras entschied sich für eine Ecke und kam da fast noch, nicht nur an den Ball, sondern brachte ihn fast auch noch ins Feld. Dennoch ein Mini-Break, ein sogenanntes, für den Amerikaner. Und wieder muss Becker einem Rückstand hinterherlaufen. Vorsichtiges Taktieren bei beiden. Da zitterte Becker diesen Rückhandball soeben noch übers Netz. Aber was zählt, ist das Resultat. 3-3. Becker wieder im Match, wie es so schön heißt. Alles offen in diesem Tiebreak des dritten Satzes. 7-6 hieß es für Becker im ersten. 6-2 für Sampras im dritten. Im zweiten, pardon. Und nun 6-6. Im dritten und im Tiebreak 3-3. Enger kann es kaum gehen.
Aber das zeigt auch, wie ausgeglichen die Partie war. Fantastischer Return von Pete Sampras. Und jetzt hat der Amerikaner wieder allerbeste Chancen. 2 Punkte zum Sieg. Right, please. Thank you. Matchbälle für Pete Sampras, der erneut glänzend retourniert und nun Aufschlag hat. Mit 7-3 hat der Becker den ersten Tiebreak für sich entscheiden können. Geht's nun andersrum? Das wäre bitter, nachdem er noch 5-6 hinten lag und dann zum Break kam, sich in den Tiebreak rettete. Nun denn, Matchball Sampras. Spielsatz und Sieg, Pete Sampras. Nach knapp 2,5 Stunden schauen Sie sich an diesen Beifall für beide Spieler. Becker verliert, aber dennoch kann er hier mit diesem Turnier zufrieden sein. Das Quäntchen fehlte heute, um einen am Ende doch starken Pete Sampras besiegen zu können. Wie im vergangenen Jahr unterliegt Boris Becker diesmal im Halbfinale dem Amerikaner. Dennoch bleibt festzuhalten, Beckers Leistungskurve zeigt wieder deutlich nach oben. Ein gelungener Test für die in 10 Tagen beginnenden US Open. Becker wieder auf dem Marsch nach vorn, das zeigt sich auch Montag auf dem Computer. Der Weltrangliste derzeit noch 9. wird er sich verbessern können, trotz des Ausscheidens heute auf Position 8 oder gar 7. Noch einmal das Ergebnis. Pete Sampras heißt der erste Finalist nach einem Erfolg in 3 Sätzen über Boris Becker mit 6-7, 6-2 und 7-6.